Das ist echt cool, wenn man das sieht, das Endprodukt, was man hergestellt hat. Und dann kann man auf sich auch stolz sein. Wenn es die Gerberei nicht gäbe, dann würde die Haut verbrannt werden oder so. Wir recyceln das ja. Und was man danach daraus für ein schönes Produkt hat. Also im Endeffekt, da wird nichts verschwendet. Natürlich haben wir auch Qualitätskontrollen, die wir durchführen müssen. Von der Dicke müssen wir auch messen. Ja, im Endeffekt schauen wir auch nach Kontrollen, ob wir Schäden haben. Ich habe schon immer was mit Leder und Fellen zu tun gehabt. Ich habe da ja schon immer, fand das schon immer interessant. Und dann hat jemand empfohlen, dass man hier eine gute Ausbildung machen kann. Und dadurch habe ich ein Praktikum gemacht. Im ersten Lehrjahr sind wir grundsätzlich nur in der Wasserwerkstatt. Und da gehen wir alle Prozesse durch, wie zum Beispiel Äscherei, Gerberei oder ganz einfach Scheren, Spalten, Entfleischen auch. Da sind wir dann Zurichtung im zweiten und dritten Lehrjahr. Da ist dann nicht mehr so stark körperliche Arbeit. Da ist dann eher die Leder in die Maschine reinlaufen lassen. Man mischt Farben zusammen für die Zurichtung, wo oben drauf kommen nochmal aufs Leder. In der Schule haben wir dann zweimal im Jahr, jeweils zwei Monate in Reutlingen. Wir haben auch viele Standorte im Ausland, wie zum Beispiel USA, Mexiko, Uruguay. Während der Ausbildung machen wir auch ein Betriebspraktikum. 4 Wochen kann man dann ins Ausland gehen. Hier arbeitet man voll in der Produktion mit, hat man auch Verantwortung. Man arbeitet auch mit Chemie. Wir gehen auch morgens gerne in die Firma. Weil die Leute nett sind. Verrückt. Macht Spaß einfach jeden Tag hier zu arbeiten. Wenn das Klima schon stimmt, dann stimmt die Arbeit auch, finde ich.